Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute habe ich mal wieder ein Aufgebraucht-Video für euch und wundert euch nicht, ich bin heute ungeschminkt, weil ich einfach mal meiner Haut was Gutes tun wollte und sie nicht immer so zukleistern möchte. Deswegen heute ein ungeschminktes Video und auch wieder ein bisschen in meiner Videoecke hier. Genau, wenn euch interessiert, was wir aufgebraucht haben, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. So, von vornherein möchte ich sagen, dass die Aufgebraucht-Videos zwar laut Titel immer für 1 bis 2 Monate gehen, aber ich habe das gar nicht so extrem, dass ich sage, okay, das ist jetzt alles nur von Juni, von Juli oder so. Ich habe einfach meine Tüte da stehen und die füllt sich einigermaßen von alleine und deswegen habe ich gar keine richtigen Daten im Kopf, aber damit ihr quasi so eine Reihenfolge habt, benenne ich das halt immer so, beziehungsweise ja, habe es halt so immer gehandhabt. Genau, das wollte ich nur mal sagen, weil ich letzten Monat beziehungsweise zum letzten Aufgebraucht-Video einen relativ, ja, nicht bösen gemeinten Kommentar, aber ich hätte oder habe einen Kommentar bekommen, wie du könntest ja mal ein bisschen an die Müllproduktion denken und so. Und das verbrauche ich ja auch nicht alles alleine. Das ist ja von der gesamten Familie, sprich von meiner Mama, von Bacon, teilweise von meinem Freund, wenn der hier ist, von teilweise meiner Schwester, mein Bruder, wir benutzen das ja alle und deswegen ist das wahrscheinlich für euch einfach so viel. Aber ja, das wollte ich anmerken. Genau, dann habe ich hier einmal meine Tüte. Wie gesagt, das sind ja immer diese wiederverwertbaren Tüten. Ich finde das relativ einfach, dann die Tüte einfach aufzustellen und man schmeißt das einfach rein und kann das dann auch so zum Müll transportieren. Ich greife einfach rein, es ist nicht sortiert und ich weiß auch gar nicht, wie viel wir von was jetzt da drin haben. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht von einem Monat. Ich kann das gar nicht so beurteilen, von wann das halt ist. Das steht halt da und das füllt sich halt, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Genau. Dann fangen wir einfach an. Ich greife einfach rein. Als erstes habe ich hier einmal von Baby Love die Extra Sensitive Feuchttücher. Die sind von Baby Dream, Entschuldigung, die sind nicht von Baby Love, von Baby Dream aus dem Rossmann. Finde ich ganz okay, ich mag aber die aus dem DM definitiv lieber. Dann haben wir einmal die Baby Dream Wattepads, die benutze ich auch zum Abschminken und zum Gesicht reinigen und wir benutzen die auch für Bacon und ja, die Wattepads, die benutzen wir auch für Bacon, um so ein bisschen seine Augen sauber zu machen, weil er sehr stark zum Tränenfluss neigt und deswegen die regelmäßig gereinigt werden müssen und dafür sind auch die Wattepads wie auch die Einmalwaschlappen eine sehr, sehr gute Lösung und eben entsprechend benutzt quasi die ganze Familie benutzen Reinigungswattepads und so. Genau. Dann haben wir einmal die Slip-Einlagen Lights by Tena. Die hätte ich euch im letzten Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Die mögen wir wirklich gerne und kaufen die auch regelmäßig nach.
Dann einmal Waschmittel, und zwar haben wir da die Spee Multiaktiv Waschmittelpots. Die schauen so aus. Ja, ich fand die, glaube ich, vom Duft her waren die nix. Und wir kaufen die auch, glaube ich, nicht mehr nach. Dann einmal von Yessa die Slip-Einlagen. Die hatte ich euch ja auch im letzten Aufgeräumt-Video schon gezeigt. Die benutzen wir auch total gerne. Sind super, riechen gut und ja. Dann nochmal eine Packung Feuchttücher. Dann haben wir wieder unseren alles geliebten Weichspüler von Lenore ist der. Der schaut so aus. Das ist der Lenore Goldene Orchidee. Dazu haben wir jetzt aktuell das passende Waschmittel. Ja, über den Duft gibt es nichts zu sagen. Ich liebe den einfach. Und wir kaufen den definitiv immer und immer und immer wieder nach, weil der ist einfach so gut. Ich mag den total gern. Dann haben wir einmal von Domol den Hygienespüler. Hygienespüler darf bei uns im Haus auch nicht fehlen, dadurch, dass wir den Bacon haben und ich die Hundesachen generell immer auch alle mit Hygienespüler wasche, sowie auch die Kochwäsche und die Unterhosen und Socken und so, ist der bei uns viel in Gebrauch und ich liebe Hygienespüler. Dann habe ich, muss mal gucken, zwei Packungen Kosmetiktücher, einmal von Rossmann und einmal von Lidl, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber Kosmetiktücher dürfen bei uns im Haushalt auch nicht fehlen. Wir haben immer eine Packung, steht bei mir auf dem Nachttisch, eine Packung auf dem Wohnzimmertisch und eine Packung auf dem Esstisch. Also die werden bei uns wirklich gerne und viel benutzt für zum Naseputzen. Gerade im Sommer als Allergiker ist das eigentlich an der Tagesordnung und dementsprechend gehen die auch schnell leer. Dann haben wir noch eine Packung von den Yessa Slip-Einlagen. Dann habe ich ausgetauscht, und zwar meine Zahnbürstenaufsätze für meine Schallzahnbürste. Das ist die passende Zahnbürste, habe ich aus dem DM. Sonic Pro Clean heißt die. Genau, da kosten zwei Stück 5 Euro und ich mag die, ich brauche die, weil ich die Zahnbürste dazu habe und deswegen habe ich jetzt wieder neu ausgetauscht. Dann habe ich einmal Reinigungstücher, Mizellenreinigungstücher aus dem DM. Das waren meine und ich finde die wirklich gut. Das Problem ist allerdings nur, die sind super schön feucht und alles. Also an den Tüchern habe ich nichts auszusetzen. Allerdings an der Verpackung ein bisschen, weil irgendwann oder relativ schnell, nachdem du es aufgemacht hast, klebt diese Klebefolie einfach nicht mehr. Und das heißt einfach, dass ja, das nicht mehr hinzugeht und die Tücher relativ schnell austrocknen und das finde ich gerade für unterwegs einfach ein bisschen blöd, weil man will es ja doch hygienisch zu haben. Vielleicht überlegt sich da DM nochmal so ein so ein Klickverschluss oder so, wäre ganz cool, aber die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die habe ich total gemocht und da gab es auch keine Hautprobleme oder sonstiges. Außerhalb meine Standardpickel, die immer mal wieder da sind, aber es hat nichts mit Produkten zu tun. Genau, habe ich sehr gemocht und kann ich nur empfehlen.
einmal noch eine Packung Baby Dream Feuchttücher. Wie ihr seht, das kann gar nicht alles von einem Monat sein. Und das ist es definitiv auch nicht. Genau. Dann einmal Reinigungstücher von meiner Mutter. Und zwar die die blauen. Die hat sie immer. Und ja, gibt es nichts zu meckern, kauft sie immer und sie liebt die. Ich mag die überhaupt nicht. Bei mir fettet das auf der Haut total, aber sie mag die. Dann einmal ein Shampoo von Jeden Tag. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Das riecht total angenehm, aber es pflegt die Haare überhaupt nicht. Also meine Haare waren noch schlimmer, wie wenn ich sie gar nicht gewaschen hätte. Irgendwie weiß ich nicht, habe ich vielleicht auch was falsch gemacht, aber das war definitiv nichts. Und von Jeden Tag ein Wellness-Duschgel Wasserlilie. Das sieht so aus. Ja, vom Duft her, also anfangs mochte ich den Duft, aber mittlerweile geht der gar nicht mehr. Und ich bin definitiv froh, dass es leer ist. Und ich würde es auch nicht mehr nachkaufen. Dann eine Zahnpasta von Colgate. Die Colgate Total. Ja, benutzt meine Mama. Ich mag... Oder ich mochte Colgate, sagen wir mal so. Aber mittlerweile mag ich es nicht mehr. Ich finde es einfach nur noch schrecklich. Ich muss da definitiv eine andere Zahnpasta mich mal umgucken und ein bisschen durchtesten, weil immer dieselbe Zahnpasta irgendwann steht die auch bis hier oben, weil du den Geschmack einfach kennst. Und deswegen muss ich relativ häufig immer mal wieder wechseln. Genau. So, dann haben wir noch zwei Sachen und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Und zwar habe ich hier einmal die Pflegedusche von Nivea Care and Cashmere. Die schaut so aus. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das alles gut erkennen könnt. Die Kamera steht ein bisschen weiter weg. Ja, riecht so wie so ein typisches Nivea Duschgel. Vom Duft her hätte es mir auch gefallen, aber es war nicht meins. Es war das von meiner Mama und sie war total begeistert. Sie hat gesagt, das pflegt total gut. Die Haut ist nicht so ausgetrocknet wie nach manchen anderen Duschgels. Und genau, deswegen denke ich, dass wir das definitiv auch wieder nachkaufen werden. Und dann haben wir noch ein Produkt von mir und zwar von Balea, die Limited Edition Soft Reinigungstücher. Die schauen so aus. Das war die Edition mit dem Mops. Das war ja mal wieder eine Zeit lang. Und irgendwie habe ich es gar nicht so mitbekommen. Und dann waren das aber die Tücher, die ich gekauft hatte. Weil ich welche brauchte nicht, weil ich den Mops so süß fand oder so. Die fand ich auch gut. Aber ich finde die Micellenreinigungstücher aus dem DM definitiv besser als diese hier. Weil sie einfach feuchter sind. Genau. So, meine Lieben. Meine Tüte ist leer. Wie ihr sehen könnt, war es eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich könnte man gucken, ob man ein bisschen was reduziert. Aber das ist halt auch wirklich das, was wir so in anderthalb bis zwei Monaten, würde ich jetzt mal schätzen, das wird es verbrauchen. Und dafür finde ich es dann wirklich nicht viel, weil wir sind teilweise 3, 4, 5 Personen bei uns, die da Sachen mit benutzen und deswegen muss man auch immer die Zahl der Benutzer berücksichtigen und dafür finde ich es wirklich nicht viel. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein.
Wenn ihr einen Kommentar da lassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.